meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Ja, ich habe ein bisschen geshoppt, hauptsächlich online und ein bisschen in, ganz wenig in Filialen. Und zwar habe ich mir ein paar Teile gekauft. Beauty-Pflege ist es nicht ganz so viel. Und hauptsächlich nachgekaufte Produkte. Und ein paar Lifestyle-Produkte, unter anderem ein ganz tolles Teil, worüber ich mich super gefreut habe. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit den ersten Produkten. Und zwar habe ich die in einem Friseurbedarf-Online-Shop bestellt. Ja, und zwar habe ich mir ein paar Haarprodukte bestellt von Paul Mitchell. Haben hier dieses Book of Volume. Und zwar einfach aus dem Grund, ich habe echt plattes Haar und ich bin immer auf der Suche nach Produkten, die mein Haar wirklich Volumen geben und wirklich schön Fülle verleihen. Und ja, jetzt habe ich mir gedacht, ich probiere jetzt mal hier die volle Paul Mitchell Batterie aus und zeige euch jetzt mal hier, was drin ist. Und zwar haben wir hier einmal natürlich Shampoo und Conditioner drin und die sehen so aus. Ich finde die Verpackung einfach richtig, richtig schön. Und ich hatte von Paul Mitchell schon mal diese Feuchtigkeitspflege und fand die damals schon echt toll. Und ja, der Duft. Oh, ich liebe den Duft. Also das ist auch so ein richtig, richtig schöner, frischer Duft, der wirklich schön in den Haaren bleibt. Und die wirklich so den ganzen Tag über mit diesem Duft, also der weht einem um die Nase, aber ohne zu aufdringlich zu sein. Und ja, ich habe mich für Paul Mitchell entschieden, weil das ein bisschen günstiger ist. Ich hätte gerne auch das Kevin Murphy genommen. Allerdings ist das schon nochmal ein bisschen teurer. Und ich wollte jetzt nicht ganz so viel Geld ausgeben. Also es ist schon teuer. Und Kevin Murphy kostet aber nochmal ein bisschen mehr. Und ja, deswegen die zwei Produkte hier. Dann war in diesem Set das Teilchen hier noch mit dabei. Und das ist das Extra Body Boost und zwar ist das ein Ansatzvolumen. Also das ist so mit so einem Sprüher, hier ist so ein Schutz drauf und dann sprüht man sich das einfach so in den Ansatz und das hebt wirklich so die Haare nochmal so ein bisschen an und funktioniert richtig, richtig gut. Also das ist wirklich mal ein Produkt, wo ich wirklich Volumen auf dem Kopf habe. Ja, dann habe ich mir noch geholt das Paul Mitchell Flexible Style Hot Off the Press. Das ist das hier. Und das ist wie so ein Haarspray im Endeffekt. Es ist ein Hitzeschutz und sorgt dafür, dass man praktisch, wenn man hier die Locken macht, dass die einfach drinnen bleiben. Und funktioniert auch ganz gut. Und finde ich echt super. Also bis jetzt kann ich nichts Negatives dazu sagen, also außer dass es teuer ist. Ja, und dann das letzte Haarprodukt. Und zwar ist es hier das Extra Body Finishing Spray. Also auch aus dieser Volumenreihe. Und sieht ein bisschen anders aus als die normalen Drogerie-Haarsprays, sage ich mal. Die hat nochmal diesen Verteiler hier dran. Und ja, das klebt wirklich die Haare fest. Also ich habe gerade, da muss ich auch noch ein bisschen lernen, mit umzugehen. Und so habe ich hier nämlich gerade ein bisschen zu viel rein und bin einmal durch und dann reiße ich mir die ganze Locke wieder raus. Also da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Es klebt wirklich die Haare fest. Also das ist richtig, richtig gutes Zeug. Also wenn ihr wirklich einen festen Halt haben wollt. Ja, dann zwei recht langweilige Produkte, sage ich mal. Und zwar habe ich mir, die gab es bei Lidl im Angebot. Das sind jetzt momentan diese französischen Wochen wieder. Haben wir zwei Seiten mitgenommen. Einmal Olive und einmal Patchouli. Und hier musste ich schon aufmachen, weil man riecht sonst recht wenig. Also da bin ich mal gespannt, wie das dann unter Wasser ist. Aber gut, zu intensiv soll es natürlich auch nicht riechen. Aber Patchouli ist ein wirklich sehr schöner Duft. Also wenn er dezent eingesetzt ist. Also wenn er zu viel ist, dann ist er wirklich schnell zu viel. Genau. Und dann einmal Olive. Und das riecht durch die Verpackung schon so richtig schön. Also Olive ist so ein richtig schöner, sauberer Duft einfach. Ich mag den richtig gerne und ja, deswegen durfte die Seife auch mit. Ich glaube, ich gab noch Lavendel und Rose und noch irgendwas, aber die haben wir liegen lassen, weil zwei Stück reichen erstmal.
Ja, dann wieder nachgekauft, mein Garnier Augen-Make-up-Entferner. Ich habe bis jetzt immer noch nichts gefunden, was wirklich meine Augenpartie von der Mascara vom Augen-Make-up entfernt, also richtig schön entfernt, ohne dass es reizt. Und da ist der hier wirklich immer noch mein heiliger Gral. Ja, und dann habe ich mir noch ein, ich glaube, das ist ein Eau de Toilette. Ich habe die Verpackung nur schon weggeschmissen. Ja, Eau de Toilette. Und zwar von Naomi Campbell. Dieses hier. Das gibt es bei Action. Ich glaube, das hat 5 Euro gekostet oder so. Und es ist so ein schöner Duft. Also richtig, richtig toll. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ist so ein schöner, warmer, weiblicher Duft. Hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und ich habe es auch schon in der Arbeit verwendet. Und es hält wirklich den ganzen Tag. Und man hat immer noch Duft dran. Also finde ich richtig, richtig toll. Ja, das letzte Beauty-Produkt für diesen Haul. Und zwar habe ich mir einmal, weil es im Angebot war, bei Parfum Dreams, glaube ich. Ich glaube, bei Parfum Dreams war es. Das Urban Decay All Nighter Long Lasting Makeup Setting Spray geholt. Das, glaube ich, kennt jeder mittlerweile. Ich habe es ja in einer kleinen Größe letztes Mal geholt gehabt. Und jetzt war es für, ich glaube, 20 Euro habe ich es gekauft. Ja, ich glaube, 19,95 habe ich gezahlt. Ist natürlich ein super Preis, weil normal kostet das immer 30 Euro. Und ist wirklich ein tolles, tolles Fixing Spray. Und damit hält das Make-up wirklich den ganzen Tag. Und ja, ich möchte, glaube ich, eigentlich bis auf mein Mac nichts anderes mehr verwenden. Und das sind so meine zwei Top-Produkte. Und lieber zahle ich ein paar Euro mehr und bin aber dafür immer zufrieden. Und ja, gefällt mir einfach richtig, richtig gut. Ja, dann habe ich mir ein Buch gekauft und zwar von Ilona Andrews. Und von Ilona Andrews gibt es ja auch die Stadt der Finsternis, genau, eine ganze Reihe. Und da ging die Serie jetzt zu Ende und ich war ehrlich gesagt tot traurig, weil ich liebe die zwei Charaktere, die Hauptcharaktere, die Nebencharaktere. Das ist einfach so ein tolles Buch und Ilona Andrews schreibt, hat wirklich eine Fantasiewelt erschaffen. Ich finde es wirklich richtig, richtig schön. Also wenn ihr das nicht kennt und wenn ihr gerne lest, schaut euch die Serie mal an. Ich glaube, es sind 12 Bände mittlerweile und ja, einfach ganz, ganz toll. Und ja, jetzt habe ich mir von Ilona Andrews das Diener, Hüterin der Tore mitgenommen. Und ja, hier geht's um, ich lese euch das mal schnell vor. Die resolute Diener besitzt eine bezaubernde Frühstückspension, einen kleinen Hund namens Beast und etwas andere Fähigkeiten, als man auf den ersten Blick erwarten könnte. Bewandert in Magie aller Art, erkennt sie einen Werwolf sofort und scheut keine Auseinandersetzung, wenn ihre Freunde in Gefahr sind. Auch auf ihr Haus, das über ihren eigenen Willen und betrachtliche magische Fähigkeiten verfügt, kann sie sich in jeder Lage verlassen. Als ein gefährlicher Dämon auftaucht, um seine Blutdurst zu stillen, ist Dina sofort zur Stelle, um die Gefahr von der kleinen Stadt abzuwenden und den Frieden zu wahren. Und eigentlich findet sie es mehr als überflüssig, dass Vampirsoldat Arland und der äußerst attraktive, arrogante Werwolf Sean sie sich ebenfalls der Sache annehmen, bis klar wird, dass sie es mit einem viel mächtigeren Gegner zu tun haben, als zunächst gedacht. Ja, und ich mag einfach so Fantasy-Romane, ich mag auch Thriller sehr, sehr gerne, aber so Fantasy-Romane sind einfach so das, was ich schon seit meiner Teenager-Zeit einfach lese und auch in der Zeit habe ich Ilona Andrews kennengelernt, also oder war es ein bisschen später, also es begleitet mich schon sehr, sehr lange und ja, einfach eine tolle Schriftstellerin und ja, jetzt freue ich mich auf das Buch hier. Ja, und dann habe ich mir ein neues Handy geholt und gleich Taschen dazu. Genau, ich habe mir das iPhone 11 Pro geholt mit 64 GB in diesem Nachtgrün. Ja, sieht wirklich sehr, sehr edel und sehr, sehr schön aus. Die Nachrichten hier mal weg. Genau, also so sieht das eigentlich ganz unscheinbar aus. Ja, es ist kleiner als mein 8 Plus auf jeden Fall, was ich natürlich richtig, richtig toll finde, weil das 8 Plus war schon sehr, sehr groß und man merkt es an Hosentaschen, das Handy passt einfach nicht rein. Also es ist immer Mühe zu groß und ja, da durfte das jetzt hier sein und vom Display her ist es genauso groß und ja, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und es sitzt auch in der Tasche sehr, sehr fest drin, deswegen kann ich es leider nicht rausholen. Ja, und so habe ich mir diese hier geholt von Ideal of Sweden. Ich glaube, das kennt ihr mittlerweile alle. Das ist ja auf
Instagram immer sehr, sehr unterwegs und ich glaube, es haben auch mittlerweile sehr, sehr viele diese Taschen. Also sind ja wirklich sehr, sehr schöne Taschen und da habe ich mich natürlich auch für eine grüne Tasche entschieden. So. Ja, und zwar ist es diese hier. Ja, das ist einfach so eine Tasche und da ist ein Magnet drin, was ich natürlich sehr praktisch finde. Deswegen fand ich diese Taschenart auch sehr, sehr toll. Und zwar kann man das dann einfach hier reinsetzen und dann ist das drin verstaut und sicher. Und genau, dann habe ich mir nämlich noch dieses Teilchen hier geholt. Das ist so ein, auch so ein Magnet, so ein Ring. Weil ich hatte für mein altes, hatte ich mir mal ein Popsocket geholt bei TK Maxx, weil die da reduziert waren. Und ja, aber ich habe es irgendwie nie hingeklebt, weil ich mir gedacht habe, so, dann kriege ich es ja nicht runter. Und das nervt mich. Und bei dem Ring ist es halt genial, man kann das Handy auch so hinstellen. So, ja. Genau, man kann es also hinstellen und dann kann man, wenn man sich in der Früh herrichtet, nebenbei noch YouTube-Videos gucken. Das mache ich immer ganz, ganz gerne. Und ja, und den Ring unterm Tag in der Arbeit brauche ich ihn nicht. Dann kann man ihn wirklich schön abmachen, dann liegt das Handy schön flach bei mir am Schreibtisch und dann passt das nämlich. Und ja, genau. Also das ist mein neues Schmuckstück und ja, ich finde es, oh, ich liebe es. Und ja, es ist nicht billig, muss man schon sagen. Also es ist jetzt nicht so ein Schnapper, aber ich bin einfach jemand, der iPhone oder nicht nur iPhone, sondern Apple generell. Also ich habe ja mein iPad, dann mein MacBook, es ist ja alles von Apple, meine Apple Watch und ja, es ist halt einfach so, es funktioniert halt einfach alles und deswegen wollte ich auch wieder ein iPhone haben und ich habe mich entschieden zwischen dem 11er und dem 11 Pro und ja, es ist nun mal ein gewaltiger Unterschied vom Preis her, aber ich wollte das unbedingt haben. Ist leider so. Ja, genau. Und ja, das war jetzt auch mein kleiner feiner Haul. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr so in letzter Zeit so geshoppt habt. Würde mich mal sehr, sehr interessieren. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, das hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss!